herzlich willkommen hier zum kleinen, aber feinen Felsenkeller-Talk-Format One Take. Viel Spaß damit. Christian, hallo Paul. Grüß dich. Oh, ist deine? Nee, das ist leider nicht meine. Wir verhandeln noch. Ja, ziemlich gutes Gerät, aber es ist schon länger nicht gefahren, oder? Steht das hier immer rum? So lange, bis es ausreichend Pflege bekommen hat. Ah, das ist sehr schön. Die Sonne wieder scheint. Ja. Mensch, Christian, ist ja schön, dass wir uns hier sehen. Das hätte ja um mein Haar nicht geklappt. Du hättest heute spielen wollen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich heute, ja. Stimmt. Was ist denn passiert, Mensch? Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob du von mir gehört hast. Das ist eine Pandemie, kann man sich anstecken eventuell, wenn man nicht vorsichtig ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, nicht hier jetzt 700 Leute in den Saal zu lassen, sondern das aufs nächste Jahr zu verschieben und dann umso doller. Ja. Und freust du dich, dass du den Abend frei hast? Kommst ein bisschen zeitiger ins Bett und mehr Zeit zum Kochen? Nee, ich habe einfach viel, viel zu viel Zeit zum Kochen. Ich koche extrem viel für alle. Aber ich würde natürlich lieber auf der Bühne stehen. Also gerade mit Julius und die Weihnachtsschmonzette, dass wir das letztes Jahr schon nicht machen konnten und dieses Jahr nicht machen konnten, es ist einfach, wir haben eigentlich seit 2019 kein richtiges Weihnachten gefeiert. Und, halt so. Die Weihnachtsschmonzette, das ist euer Versuch, also Olaf Schubert und die Prinzen gleichzeitig vom Thron zu stoßen? Ne? ein kläglicher Versuch, ja? der nicht funktioniert, aber es ist auch kein aktiver Versuch. Nee. Also wenn du das uns so andichtest, gerne. Aber nein, natürlich war eine Vermutung. Nicht. Aber das heißt, dieser Blick hier ist ja natürlich vertraut. Du hast ja schon ein paar Mal gestanden. Ich überlege gerade, ich habe noch nie hier gestanden tatsächlich. Das wäre nämlich mein Felsenkeller-Debüt gewesen. Ich habe schon viele Veranstaltungen hier gemacht und auch schon Fernsehaufzeichnungen gemacht und so weiter. Ja. Aber tatsächlich aktiv als Künstler auf der Bühne hier war ich noch nie. Ja. Und das ist voll traurig, weil das wäre jetzt letztes Jahr das erste Mal gewesen, dass ich hier gestanden hätte. Ja, und mussten wir natürlich jetzt absagen. Das ist so ein traumhafter Blick. Also hier will, glaube ich, jeder mal auftreten. Also, ja, neben dem Ute Konnewitz, glaube ich, die schönste Location der Welt. Aber auf jeden Fall. Also wer bist du? Also du bist Künstler, du bist Veranstalter, Moderator, Musiker, Autor inzwischen auch. Ich habe einen Roman geschrieben. Ich habe die Corona-Zeit genutzt und habe einen Roman geschrieben, der jetzt auch bei Wohnland und Quist rauskommt. Bei Wohnland und Quist? Das natürlich. Ist ein kleiner, feiner Verlag, von dem habe ich schon gehört. Ja, glaube dir. Ich glaube, du kennst den Verlagschef auch ganz gut. Aha, okay. Ja. Tja, das mit der Pandemie und der Homeoffice-Situation ist natürlich... Also ich habe einen Freund, oder sagen wir mal einen Schulfreund, der lebt in Norwegen. Und der erzählt mir, dass er, wenn er aus dem Fenster schaut und sieht das Licht von einem anderen Haus, dann fühlt er sich bedrängt, fühlt er sich beengt. Ja. Und möglicherweise ist das so das Mindset, was man jetzt eigentlich braucht, ne? Verbunden mit ein bisschen Social-Media-Affinität, weiß ich nicht. Ah, ich habe das Mindset tatsächlich. Also ich habe mich in der Pandemiezeit entschieden, aus Leipzig wegzugehen, weil es mir wirklich zu eng war mit den ganzen Leuten und ich ziehe jetzt aufs Dorf. Das klingt natürlich romantisch. Ist auch romantisch, ja. Aber das war so eine Konsequenz daraus tatsächlich. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also ich hab mir ein Wohnmobil gekauft und bin damit viel unterwegs. Und da habe ich meinen Tisch im Wohnmobil. Und dann kann ich überall hinfahren und habe, wenn ich zur Seite blicke, einen schönen Ausblick neben meinem Laptop. Also da lässt sich das aushalten. Kleiner Tipp. Ich würde dir vielleicht gerne noch was Neues zeigen. Wir haben ja hier in der Pandemiezeit ein bisschen gebaut. Ja. Und da gibt es einen neuen Veranstaltungsraum. Vielleicht gucken wir uns den kurz an. Ja. Dann lass uns mal da hinspazieren. Mit diesen X'en auf dem Boden? Ja, was soll das bedeuten? Hatte die hier eine X-Veranstaltung? Ich finde, das ist... irgendwie fängt man ja auch an, die Veranstaltungshäuser zu verunstalten, ne? Indem man sich versucht, alle paar Wochen anders an die Pandemiebedingungen anzupassen. Ja. Und zum Schluss klebst du Kreuze auf, um klarzumachen, wo man ohne Maske stehen darf und wo man mit Maske nur sein darf. Ne? Aber das ist gut für die Leute, das gibt den Leuten Sicherheit, weißt du? Struktur. Ja, das ist wie damals in der DDR. Der Vergleich hinkt, glaube ich. Ich kenne die DDR gar nicht. Ich bin Wessi. Aber ihr habt auch einen neuen Boden reingelegt, habe ich gesehen. Das war notwendig, genau. Ja. Den Boden zu erneuern. Zu zertanzt. Zu alt einfach. Zu alt. Genau. Jetzt müssen wir uns hier mal dieses etwas engere Treppenhaus hochbogeln. Du siehst hier einen Teil der Felsenkeller-Geschichte ausgestellt. Das sind natürlich Originalplakate von damals. Das sind natürlich Originalplakate. 1930. Von 1929. Muss man teilweise noch untersuchen lassen und cool. Dann kann man die Geschichte des Felsenkellers vielleicht nochmal neu schreiben. Ja. Oh, das ist ja traumhaft.
Hübscher Raum. Sehr, sehr schön. Ja, wir wollten ja ursprünglich auch mit dem Leseclub-Festival hier sein im September, aber ja. das hat dann leider auch nicht geklappt. Und er hat aus irgendwelchen Gründen hat er ja auch eine sehr spezielle Akustik, so was man hier. Und ist noch nicht mal die Mitte, sondern leicht außerhalb der Mitte kriegt man diesen Spezialhall. Ne? Ja. Also, man denkt auch, es ist so eine Kuppel, die nach oben so weggeht. Ne? Aber dann, die sitzt ja noch oben drauf. Ne? Das ist ja tatsächlich. Ach, ja, stimmt. Wir stehen jetzt unten im Wahrzeichen eigentlich. Das neue Naumanns quasi. Das ist der neue Naumanns Club oder das Naumanns Tanzlokal. Also wirklich nagelneu. Ich glaube, wir haben irgendwie hat eine Handvoll Veranstaltungen noch schnell stattgefunden, bevor dann die ja. verschiedenen Lockdowns sich abgelöst haben. Ja, hier sind es ist jetzt schon ein unglaublich gutes Booking hier drin. Also ich habe schon viel gesehen, was hier spielen wird in Zukunft. Das wären ziemlich gute Clubshows. Da sind auch viele Leute drin, die eigentlich, dachte ich, schon viel bekannter sind. Aber ich glaube, viele trauen sich auch gerade noch nicht so richtig, größere Locations zu buchen, weil sie nicht so richtig wissen, wie reagieren die Leute momentan noch auf die Pandemie und kaufen die jetzt Tickets und kommen ja. die hin und so. Ich glaube, das ist so eine krasse Unsicherheit beim Publikum, wie auch bei Veranstaltern genau. natürlich. Und du musst es ja teilweise auch runterverlegen, weil die sogenannte No-Show-Rate so krass ansteigt. Ja, weil also, 25% meistens nicht kommen. Ja, das war jetzt. Ja, das, wir hören von Kollegen, da sind es 40-50%, gerade ja. auch bei größeren Shows. Ja. Wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, nachdem wir 2020 und 2021 jetzt verlegt haben, dass wir jetzt erstmal, also wir haben jetzt schon neue Termine für 2022, hier im Felsenkeller auch, für die Schonzette, aber wir haben gesagt, wir sagen jetzt die beiden ab und wickeln die Tickets wieder ab und die Leute können uns aber, wenn sie wollen, die Tickets quasi auch schenken und dann haben wir gesagt, bis Ende März können die zurückgeben und wenn nicht, dann kaufen wir uns davon neue Spielzeuge. ja, so haben wir das jetzt gehandhabt. Ja, vor ein paar Tagen bin ich mit meiner Mutter hier vorbeigegangen und die war so total traurig. Vor 2 Jahren war hier der tolle Weihnachtsmarkt. Da habe ich noch so tolle Olivenholzbretter gekauft, sagt sie. Tja. Also, wir haben ihn ja nicht ganz abgeschafft. Wir haben ihn sozusagen angepasst. Ne? Es wird so einen kleinen Glühweinmarkt geben. Ach so. Und die Weihnachtsstände hingen ja auch schon. Also das ist quasi so mitten im Anlauf dann gestoppt worden. Ach so, das wird noch alles interessant. Vor allem, wenn jetzt die ganzen Künstlerinnen und Künstler die alten Programme noch mal spielen, dann gibt es ja total lange keine neuen. Also, haben die nicht alle viel Zeit gehabt, neue Programme zu schreiben? Ja, aber hättet ihr eigentlich ein Pandemie-Programm gehabt? Nee. Jetzt, nee, die, nee. Heute? Nee. Also ihr hättet das Thema totgeschwiegen, sozusagen. Wir hätten es wahrscheinlich totgeschwiegen, ja. Das ist, nee, da sind wir gar nicht irgendwie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie ein Quarantänelied zu schreiben ja. oder Corona-Lied oder so. Nee, das ist vielleicht, glaube ich, zu kabarettig. So, herzlich willkommen in Naumanns Gaststube. Edel, sehr edel. Und natürlich unser Schmuckstück. Also, wollen wir einen Blick in die Küche werfen? Ja, gerne. Das darf man ja sonst nicht, ne? Ja. Ist jetzt nur mal ausnahmsweise. Krass. Ja. Das ist unser Chefkoch, der Uwe. Herr Wolf, bitte. Der Herr Wolf. Sieht lecker aus. Ein Vegetarier. Oh. Kann das lecker aussehen? Es ist roh? Nee, klar ist das roh. Ich bin ein bisschen pervers. Ich finde rohes Fleisch sehr gut. Ja? Ja, ich bin zwar Vegetarier, aber rohes Fleisch, also da werde ich schwach. Das kann man als Vegetarier rohes Fleisch essen, nur das Gekochte nicht. Das kenne ich da nicht aus. Ja, ich glaube, für das Tier ist es egal, ob sein Fleisch gekocht wird oder nicht. Ja, das Tier ist einfach tot, ne? Ja. Oh, hier steht schon Wasser für uns. Das heißt, wie verbringst du heute den Nicht-Auftrittstag? Ich treffe mich mit Julius und wir singen. Wir singen ein bisschen für euch, ja? Nee, aber wir fahren tatsächlich jetzt an die Havel für das Wochenende. Julius und ich und seine Frau und sein Kind. Der kleine Herr Dings, wie er ihn immer genannt hat im Podcast. Ich habe mich gefragt, ob du auch dann so gerne aufs Land ziehen würdest, wenn du nicht jemand wärst, der eben öfter vor vielen Menschen auf der Bühne steht. Also das sieht ja ein bisschen nach einem Ausgleich aus eigentlich, aber nur so lange, wie eben der andere Teil auch da ist. Ne? Ja, und der war ja eigentlich jetzt nicht mehr da. Also ich glaube, ich habe eher so eine Angst vor Menschen entwickelt in den Jahren jetzt mit der Pandemie. Ich war schon sehr, also ich bin jetzt geboostert und so und fühle mich jetzt relativ safe, aber es gab eine Zeit, in der ich schon auch
auch zu meinen engsten Freundinnen und Freunden gesagt habe, nee, wir treffen uns nicht drin, wir gehen nur spazieren. Und ich war da immer extrem streng. Ich war auch vor der Pandemie immer schon so ein bisschen, was Bakterien angeht, immer so ein bisschen neurotisch. Ich verstehe, okay. Und dann kam die Pandemie und dann wurde es noch schlimmer.